Willkommen zum neuesten Overwatch. Okay, es könnten Pre-Fire-Spots sein. Also es gibt hier eben einen, den einen oder anderen Pre-Fire... Man kann da einfach durchbollern, das weiß ja jeder. Und es gibt diverse Spots, die man... auf denen man stehen kann. Aber er schießt komischerweise nicht, wenn niemand da ist. Sehr merkwürdig. Auf dem man stehen kann und dann kann man automatisch diverse Spots da oben anaimen. Um hier mal direkt am Anfang zu erklären, was da möglicherweise gerade passiert. Willkommen zum neuesten Overwatch. Keine Ahnung, ob ich es eben schon gesagt habe. Da steht jemand rum, für den er noch nicht mal Wallhack braucht. Den sieht man ja so. Oh. Aiming des Todes. Naja, war das jetzt... Nee, das war sogar... Das ist mitten in der Runde. Dude. Ich dachte kurz, okay, das ist noch das Warm-up, weil er da so rumschießt und rumsteht. Das ist... Hä? Okay, Runde 6. Wir schauen mal nach seinem Score. Aha, 5-4. Völlig Standard. Also da ist nichts zu erkennen an seinem Score. Skins habe ich, glaube ich, auch noch keine gesehen. Ihr wisst, das ist ja eigentlich irrelevant. Aber ich habe es ja letztes Mal zugegeben. Nicht im Video, aber dann in den Kommentaren. Dass ich, wenn jemand Skins hat, vor allem wenn er wirklich sehr gute Skins hat, dass ich dann... Also wirklich... dass man da einfach irgendwie noch dann doch nochmal genauer hinguckt. Das ist fies, ich weiß, das ist irgendwie fies und ich versuche grundsätzlich keine Unterschiede zu machen. Aber wenn jemand ein Knife hat, da denkt man sich, warte mal, der kann nicht cheaten. Warum cheatet der mit einem Knife? Diese Gedanken, ja, irgendwie weiß er, wo die Leute so richtig positioniert sind. Diese Gedanken hat, glaube ich, jeder. Das ist, denke ich, auch nicht verwerflich, oder? Natürlich soll jeder gleich behandelt werden und nur weil jemand keine Skins hat, heißt das noch lange nicht, dass er cheatet. Dass er cheatet, ja. Der war ganz schön auf den Kopf drauf eben. Also ich finde, es scheint so, als würde er sehen können, wo sich diverse Menschen befinden. Obwohl das jetzt wiederum eben auch... Den hört man. Aber die Headshots sind auch krass, oder? Also er oder sie guckt mit dem... Die reagieren aber auch gar nicht, die Tees. Als der Erste gestorben ist auf der Treppe, müsste man sich eigentlich umsehen und, da ist doch jemand gestorben. Oder sind es vielleicht schon Bots? Erkenne ich, würde ich hier drin sehen, würden mir hier auch Bots angezeigt werden vom Ping her. Das ist ja eine totale Vergewaltigung, was die hier treiben. Ja, jetzt nochmal ganz genau hingucken, ne? Ich denke, dass er oder sie durch die Wand schauen kann und vielleicht sogar noch für den letzten Schliff eine kleine Aim Assist hat. Übrigens, das letzte Overwatch, bei diesem Boost, bei diesem Level, also Down- oder Up-Rank-Boost, da hat ja sogar nochmal jemand erklärt, dass da auch auf jeden Fall ein weiteres Programm mit am Spiel ist, das sehr viele nutzen, um diese Boost-Spiele zu machen. Also wenn man diese Spiele, wo ein Team komplett AFK ist und das andere meistens nur zu einem kleinen Teil sich bewegt und auch ein paar AFK sind, diese Boost-Spiele bekommen nicht nur Grief gedrückt, sondern auch Other External Assistance, weil da eben auch noch andere, also eine andere Software mit am Start ist, mit der, er hat auch den Namen der Software genannt, es steht noch unter dem letzten Video, ihr könnt da schauen, ich glaube, ich habe den Kommentar sogar hochgeliked, hab ich da gerade Musik gehört, what the fuck, ist ja Musik an, nee. Das darf ich nicht vergessen beim nächsten Mal, falls ich wieder so ein Boost-Game bekomme und auch nochmal für alle, die da etwas skeptisch waren. Viele haben das nicht ganz verstanden, was da passiert, klar, wenn man nicht weiß, was es ist, ist es vielleicht auch schwer zu verstehen. Das war jetzt wiederum merkwürdig, da hätte er doch schon vorher hinnehmen können mit Wallhack. Viele dachten da am Anfang, ich habe den Griefbahn gedrückt aufgrund dessen, weil dieser jemand einen Teamkill gemacht hat. Natürlich ist ein Teamkill nicht zwingend für einen Grief verantwortlich, gerade weil man ab und an einfach gar nicht weiß, war das jetzt... Warum hat er jetzt diesen Teamkill gemacht? Ich finde, man kann es doch, gerade wenn man recht erfahren ist, gut rauslesen, ob es Spaß war, beziehungsweise den Grund und so weiter und so fort, ob es aus Versehen war, ob es gezielt war, ob es böswillig oder mutwillig war und so weiter und so fort. Also ich denke, ohne Wallhack ist das wirklich sehr schwierig zu erklären. Sein Mate ist durchgelaufen und stand schon hier. Das heißt, für jeden normalen Spieler würde ich sagen, man denkt sich, oh, mein Mate ist durch. Es ist niemand in Katas, vielleicht rechts, aber direkt da close. Ich denke, da ist ein Gewürzhack. Ein Wallhack am Pieseln. Beim Aim weiß ich noch nicht genau. Vorhin ist er echt ein paar Mal auf den Kopf drauf. Auch als, vor allem als da unten einer von Short gesprungen ist. Aber da bin ich mir zumindest jetzt noch zu unsicher. Wenn da jetzt was ganz, ganz Sicheres kommen würde, würde ich sagen, okay, Aim auch. Aber bei Wallhack bin ich mir doch sehr sicher. Also so sicher, dass ich es auf jeden Fall drücken werde. Was sind das für komische Sachen? Er weiß auch genau, da er weiß, wo die Leute sind, kann er auch so dumm rumspringen. Er erwartet auch den Nächsten direkt.
Es war niemand auf A, der ihm hätte, also der hätte den Gegner sehen können. Und dann versucht er andauernd zu Bunnyhoppen, aber es gelingt ihm nicht, oder? Weil das jetzt in Bunnyhop auf der Stelle kam, ist... Man kann ja so hin und her Bunnyhoppen und mit einem mit Hilfe werden die Bunnyhops sehr gerade und trotzdem mit viel Schwung. Aber das sieht doch nach normalem mit der Hand aus, oder? Wenn sie schön wellenformförmig sind, nach links und rechts, sind das normale mit der Maus oder beziehungsweise mit der Tastatur gesprungene Bunnyhops. Also die erlaubt sind, ne? An sich ist ja Bunnyhoppen erlaubt, wenn du es einfach so machst, oder? Mit der Tastatur. Also mit Space, wenn Jump... Hopp, erzähl mir nicht, dass du den nicht siehst! Er will uns sowas von verarschen, dieser Bangard. Er wusste ganz genau, dass da einer ist und ist deswegen mit Absicht nicht so weit drüber gegangen. Und da ist er wieder ziemlich auf den Kopf drauf. Könnte aber auch ein Dingfehler gewesen sein. Manchmal hakeln die Demos. Das ist gerade im passenden Moment aussieht, als wenn er auf den Kopf drauf flicken würde. Dabei ist es halt nur eine Hakelei. Ja, nichtsdestotrotz, Warlock, boom, ist auf jeden Fall confirmed, dann auch noch in den Kopf, wow. Wow. Ha! Achtet genau auf das Fadenkreuz, hoffentlich versucht er nochmal mit der Pistole drauf zu schießen. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier rumzappelt, auf, mach jetzt irgendwas, du Pisser. Ach Gott, wie affig. So ist natürlich schwierig, dann was zu sehen, ne, wenn sie nichts machen. Auf A, einer ist short, der andere ist unten bei CT. Ja, ich weiß nicht, was er damit jetzt bezweckt. Will er den unbedingt von hinten holen? Er will wahrscheinlich CT gehen. Ist das eklig, dazu zu gucken, diese Wackelei? Leute, jetzt sagt mal ganz ehrlich, ist es jetzt hier ein Bunnyhop, der passieren darf oder nicht? Also ja, den Vision Assist werde ich jetzt drücken, bei dem Rest bin ich mir nicht so sicher. Es war einfach zu oft so, dass er einfach komplett abgewartet hat auf jemanden. Ja. Ja, also mache ich das. Das war so zu merkwürdig. Das war einfach zu merkwürdig. Okay. Ist aber jetzt noch ein Skin raushauen oder erst beim nächsten Mal wieder? Ich weiß nicht. Nee, es kam erst letztens ein Video, wo ich wieder... Im nächsten Overwatch schaue ich dann wieder einen kleinen Skin raus. Was Süßes, keine Schnuckliges. Was habe ich denn dabei acquired? Ja gut, ja mein. Ja, also nächstes Mal haue ich da wieder einen aus, jetzt erstmal nicht. Aber bitte, wenn ich sage nebenbei, dann meine ich auch echt nebenbei, wenn ihr irgendwas nebenbei erwähnen sollt. Übrigens, die ist grün, deswegen verschwinde ich ein bisschen, dieses Jäckchen hier. Ja, wenn ich sage nebenbei, erwähnt mal nebenbei irgendwas, dann werden in Zukunft die Leute nicht mehr mitmachen können, die einfach dann das schreiben, was sie nebenbei erwähnen sollen, ohne dass irgendein Text davor kommt. Okay? Gut, vielen Dank fürs Zusehen, macht gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.